Hi und herzlich willkommen. Es gibt wieder etwas Neues aus der KI-Welt. Heute hat OpenAI das Sprachmodell zumindest für Deutschland freigeschalten und das wollen wir uns doch mal genau anschauen. In diesem Video bekommst du von mir 6 unglaublich geile Beispiele, was die neue KI schon kann und wie unglaublich gut die Stimme schon ist. Starten wir direkt durch. So, wie schon erwähnt, das Sprachmodell ist freigeschalten. In Amerika war es schon ein Stück früher soweit und jetzt ist es mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Und nun können wir auch das neue Sprachmodell nutzen. Den Knopf dafür, den blende ich dir direkt mal hier ein. Das heißt, du kannst bei ChatGPT einfach in Zukunft in jedem neuen Chat dieses Sprachmodell nutzen. Aktuell übrigens nicht bei den Custom GPTs. Und wir starten jetzt durch und wollen doch direkt mal die KI ein bisschen fordern. Und dafür habe ich mir ein schönes Beispiel ausgedacht. Und zwar beginnen wir doch direkt mit Folgendem. Ich drücke auf den Knopf und wir legen los. ChatGPT, ich habe folgende Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich, dass du ein Gespräch imitierst in unterschiedlichen deutschen Dialekten. Mache das Ganze bitte einmal auf Hochdeutsch, dann einmal auf Bayerisch, dann mit einem Pfälzer Dialekt, mit einem Kölner Dialekt, mit einem Berliner Dialekt. Und fang einfach jetzt an und sprich am besten über die Hauptstadt Deutschlands. Los geht's. Also die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, ist eine sehr vielfältige Stadt mit einer reichen Geschichte. Sie ist bekannt für ihre kulturelle Szene, das Brandenburger Tor und das Regierungsviertel. Jo mei, ich sag, Berlin ist schon eine große Stadt, aber ein bisschen stressig. Da geht's bei uns in Bayern schon ein wenig gemütlicher zu. Mit unserem Biergarten und den Bergen ringsrum. Berlin, das ist schon eine bessere Stadt, gell? Volle Kunst und Leben und die Essensmöglichkeiten. Unrarache. Also in Berlin, da ist es immer jetzt zu erleben. Die Stadt schläft nie und wir Kölner, wir fühlen uns da direkt heimisch. Na, das sag ich euch, Berlin ist jetzt echt Knorke. Gibt keine Stadt, wo mehr los ist. Von den ganzen drumherum mal ganz zu schweigen. Du merkst also, die KI kann mittlerweile auch Dialekte wirklich gut imitieren und hat genau verstanden, was ich gesagt habe, ohne zusätzlichen Prompt. ChatGPT, bitte erzähle mir eine schöne kleine Märchengeschichte. Sie soll für Kinder sehr gerecht sein und imitiere auch bitte die Figuren mit der Stimme möglichst gut. Leg los! Es war einmal ein kleiner Fix namens Finn, der im Wald lebte. Eines Tages fand Finn eine wunderschöne goldene Feder. Oh, was für eine schöne Feder! Vielleicht gehört sie einem magischen Vogel, rief Finn aufgeregt. Er beschloss, sich auf die Suche nach dem Besitzer der Feder zu machen. Auf seinem Weg traf Finn eine Eule. Guten Tag! Du siehst also, ChatGPT kann auch Märchengeschichten nicht nur sofort erfinden, sondern auch die einzelnen Stimmen perfekt imitieren. Tja, falls du in Zukunft denkst, ChatGPT bringt doch die Kinder ins Bett, warum eigentlich nicht, oder? ChatGPT, ich möchte, dass du jetzt einen kleinen, kurzen Monolog über Marketing hältst und diesen kleinen Satz immer in unterschiedlichen Emotionen vorliest. Ich möchte, dass du es einmal müde machst, einmal leidenschaftlich, einmal nervös, einmal wütend, gehetzt, einmal lachend, gelangweilt und flüsternd. Und bitte kündige vorher nicht an, welche Emotionen du gerade vorliest. Leg los. Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg. 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 Wo war die lachende Version? Oh, entschuldige, lass mich das gleich nachholen. Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg. Perfekt, danke. Du siehst also, ChatGPT kann auch die Stimme unterschiedlichst variieren und kann damit Emotionen ausdrücken.
Du hast klar gehört, wann es wütend kam, wann es gelangweilt kam. Und mittlerweile, ja, die KI kann auch schon ordentlich lachen. ChatGPT, du bist auf dem Weg zum Oktoberfest und du hast es wahnsinnig eilig. Du bist stark außer Atem und dich ärgert sehr, dass du zu spät kommst. Und du fluchst, und zwar auf Bayerisch. Sakra, jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum Oktoberfest und ich hab's richtig eilig. Oh, ich bin schon völlig aus der Puste und zu spät, guck mal, verfix. Sensationell. Du siehst also, auch die Modulation mit dem Atem kann ChatGPT mittlerweile perfekt imitieren, dieses Gehetzte, dieses Außer-Atem-Sein, der absolute Wahnsinn. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, vor einigen Tagen habe ich ein Video zum Thema KI-Telefonie aufgenommen. Und dann gab es natürlich immer so den Punkt, ja, die Stimme ist noch nicht so fluide und so weiter. Tja, Experten haben gesagt, wahrscheinlich im Quartal nächstes Jahr, Quartal 1, wird das Ding gelöst sein. Ganz ehrlich, ChatGPT kann das heute perfekt. Und wie gut, werden wir doch gleich mal herausfinden. ChatGPT, du bist ein Starverkäufer namens René und du rufst mich an und mein Name ist Toni und du möchtest mir am Telefon jetzt einen Termin verkaufen und zwar, du bist in einer Marketingagentur und ich bin ein potenzieller Kunde. Imitiere das Gespräch und nutze gerne an der Stelle auch so Füllwörter wie M und lass das ganz, ganz natürlich klingen. Hallo Toni, hier ist René von der Marketingagentur Kreativstars. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte kurz mit dir über die Möglichkeit sprechen, wie unser Team dein Unternehmen auf das nächste Level bringen kann. Hast du vielleicht diese Woche Zeit für einen kurzen Austausch? Ich verspreche, es wird sich lohnen. Na, wie lange soll denn das Gespräch dauern? Gute Frage, Toni. Ich würde sagen, etwa 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast. So können wir sicherstellen, dass wir alles Wichtige besprechen, ohne deinen Tag durcheinander zu bringen. Okay, und bist du dir sicher, dass sich das für mich lohnt? Absolut, Toni. Wir haben viele Kunden in deiner Branche und großartige Ergebnisse erzielt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine Strategie entwickeln können, die deinem Unternehmen einen echten Schub gibt. Ein kurzes Gespräch wird dir zeigen, wie viel Potenzial da ist. Ja, ich glaube, das ist ziemlich teuer, was ihr macht, oder? Ich verstehe deine Sorge, Toni. Aber unsere Dienstleistungen sind flexibel und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Wir finden eine Lösung, die zu deinem Budget passt und trotzdem maximale Ergebnisse liefert. Ein erster Termin ist natürlich unverbindlich und kostenlos, um zu sehen, wie wir zusammenarbeiten können. Okay, du hast mich überzeugt. Passt bei dir morgen um 10? Super, Toni. Morgen um 10 passt perfekt. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und darauf, dir zu zeigen, was wir für dich tun können. Bis morgen. Bis morgen. Du siehst also, wenn ChatGPT ans Telefon geht, dann werden sich wirklich auch vertrieblich einige Dinge von ganz alleine lösen. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wie gut kann denn die Stimme wirklich mit Emotionen umgehen? ChatGPT, kennst du Gedichte von Else Lasker Schüler? Ja, Else Lasker Schüler war eine bedeutende deutsch-jüdische Dichterin des Expressionismus. Ein bekanntes Gedicht von ihr ist »Ein alter Tibet-Teppich«. Darin beschreibt sie eine intensive, geheimnisvolle... Ist okay. Kannst du Folgendes machen? Kannst du ein Gedicht jetzt mal kurz erfinden, was nach dem Stil von ihr gemacht ist und das so richtig schön vorlesen mit Pausen und ja, wie man halt ein Gedicht vorträgt, ne? Natürlich. Ich versuche mal etwas im Stil von Else Lasker Schüler zu improvisieren. In der stillen Nacht, unter Mondensilber... wächst mein Sehnen wie ein alter Tibet-Teppich, auf dem wir uns verlieren. Schatten tanzen zwischen uns, den Fäden gleich, verweben sich im silbernen Schein unsere Träume lautlos. Stumme Worte
Flüstern in der Dunkelheit, ein Teppich aus Gefühlen, wir sind verloren ineinander. Und doch die Frage bleibt übrig, was kann ChatGPT und die neue Stimme denn eigentlich noch nicht? Und genau das möchte ich dir auch noch verraten, denn es gibt eine Sache, die kann die Stimme noch nicht. Sie mit der Schönheit und dem Muster. Moment, warte kurz. ChatGPT, kannst du mir einen Gefallen tun und kannst das Ganze mal singen? Oh, das tut mir leid, aber ich kann leider nicht singen. Aber ich kann dir gerne mehr über das Gedicht erzählen oder es dir vorlesen, wenn Nein, du möchtest. Nein, ist okay, danke. Du siehst gerne also, schön. Die Stimme von ChatGPT kann momentan nur noch nicht singen. Eine Frage der Zeit. Aber dann wird auch das gelöst werden können. Ich hoffe, du konntest dir einige Sachen mitnehmen und probier es einfach mal aus. Es ist der absolute Wahnsinn. Und wenn du darüber nachdenkst, was kann das eigentlich alles geschäftlich bedeuten? Das ist völlig irre. Stell dir vor, ChatGPT könnte Kunden von dir beraten, weil es auf eine Datenbank zugreift, wo deine Produkte drin sind. ChatGPT kann Verkaufsgespräche führen, Cold Calls machen, kann für dich ans Telefon gehen, in deinen Kalender buchen. Es ist ein wahrscheinlich freundlicherer Service-Mitarbeiter als die meisten, die du schon am Telefon hattest. Es gibt keine Warteschleifen mehr und. Meine Güte, was nicht alles passieren kann. Wenn du mehr dazu wissen willst, abonniere einfach meinen Kanal, schau dich hier um. Hier bringe ich viele Beispiele aus dem Bereich KI und Marketing, Automatisierung und natürlich alles für dein Unternehmen. Ich freue mich, bis später. Automatisierung.